Puh, gerade noch geschafft, dieses Video, denn ich möchte euch die ersten zwei Portaltage vom Februar die Energien unbedingt bringen. Und ja, also deswegen ist heute das Video da. Dienstag und Mittwoch diese Woche haben wir die Chance, unser Ego zu transformieren. Und da möchte ich euch natürlich gerne dabei unterstützen. Übrigens, mein T-Shirt, das ist Royal Blau. Ich hoffe, ihr seht es auch so, dass es manchmal sind ja die Farbeinstellungen von Computer zu Computer oder von Handy zu Handy anders. Also es ist Royal Blau. Das war mir so wichtig, das auch noch zu sagen. War das jetzt schon das Ego? Hui, keine Ahnung. Ihr könnt es ja gleich beurteilen, wenn wir darüber sprechen, denn das Ego begleitet uns ja das ganze Leben und je nachdem, wie stark es ist, wird es auch unser Leben beeinflussen. Also, gleich geht's los. Wir haben jetzt an diesen Tagen zwei wunderbare Möglichkeiten durch die geistige Welt, dadurch, dass die Schleier dünn sind an diesen beiden Tagen diese Woche, uns zu transformieren und uns in unserer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Vielleicht habt ihr ja schon mal einen Menschen getroffen, der ein starkes Ego hat. Das heißt, ich verbinde so ein starkes Ego mit einem Menschen, der ständig auf seiner Meinung beharrt, der gar nichts anderes zulässt und wo du dich dann so klein fühlst, wenn der dauernd redet. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Also ich habe das tatsächlich auch schon mal erlebt und in dem Fall kann man dem so ein bisschen Abhilfe schaffen, indem man sich hoch aufrichtet und da mit der Körperhaltung schon zeigt, dass man auch stark ist, um also auch schon über die Körperhaltung zu kommunizieren. Probiert das mal aus. Es gibt auch noch eine andere Sache, die mir in meinem Leben so aufgefallen ist. Und zwar war ich mal früher, es ist echt jetzt schon lange her, war ich mal in einem Fitnessstudio. Und es war auch schön da drin, es war alles wunderbar. Aber da war auch ein Typ war da drin und da habe ich genau gespürt, dass der eigentlich gar nicht in das Fitnessstudio geht, weil er seinem Körper was Gutes tun möchte, sondern der hat einfach nur gezeigt nach außen über sein Ego, ich tue was für mich. Aber es war nicht die Absicht dahinter, tatsächlich was für sich zu tun. Der hat es also nur gemacht, damit er nach außen hin ja dieses Gefühl hatte, ich bin hier der King. Ja, vielleicht kennt ihr auch solche Situationen und könnt ihr jetzt dadurch ein bisschen besser einordnen. Wenn jetzt sowas ist, wenn ihr das spürt, das ist ja, und ihr habt mit dem Menschen weiter nichts zu tun, ist das auch gar nicht so tragisch. Und man sollte sich vielleicht auch für sich selbst überlegen, wo bin ich denn jetzt, wo mache ich Dinge, wo tue ich etwas, wo ich vielleicht gar nicht so richtig dahinter stehe, wo mache ich vielleicht nur was, wo ich nach außen hin scheinen will und eigentlich ist es ja gar nicht so meins. Das ist dann auch so ein bisschen geht in die Ego-Richtung so ein bisschen rein. Ja, und wir haben aber jetzt auch die Möglichkeit, tatsächlich diese Energien für uns zu transformieren und da freier zu werden. Und ich möchte gerne die Energien jetzt von den Portaltagen nutzen, um eben da Heilung reinzubringen. Denn, und das ist auch wunderschön, wir haben dann am zweiten Portaltag kommt die Leichtigkeit. Also das, was wir jetzt am ersten Portaltag transformieren können, führt uns dann sofort in die Leichtigkeit hinein. Und da spielt auch das innere Kind eine große Rolle, denn die Verletzungen, die vielleicht unser inneres Kind trägt und die uns vielleicht am ersten Portaltag besonders auffallen, die dann noch mal so hochkommen, die haben die Chance, in die Heilung zu gehen, um dann am zweiten Tag in der Leichtigkeit zu sein. Und das innere Kind ist ja sehr für Leichtigkeit zu haben, gerade spielerisch die Dinge zu machen und sich auch mal, sag ich mal, Wünsche zu erfüllen, mal was für sich selbst zu tun und dadurch auch
fürs innere Kind was zu tun, also da Heilung zu bringen. Und das ist so eine schöne Möglichkeit, dass wir also jetzt an diesen beiden Tagen über die Energie vom Universum Heilung und Transformation bekommen. Also unser Ego hat die Möglichkeit tatsächlich, sich mit der Liebe, mit der göttlichen Liebe, der Fülle der Liebe zu verbinden. Und allein, wenn ich jetzt daran denke, die Liebe und die Fülle, das ist was Wunderschönes und das ist so ein großes Geschenk, ein sehr großes Geschenk, was wir uns selbst machen können. Denn ohne Ego können wir ja auch nicht leben. Das Ego ist einfach ein Teil von uns, es gehört dazu und man muss es nur, ja, sag ich mal, mit Liebe durchfluten, sodass es uns in einem Gleichgewicht begleitet, was zwischen Körper, Geist und Seele dann damit schwingen kann und uns über das Ego, jetzt sage ich mal was anderes noch, von einem anderen Punkt nochmal beleuchtet, das Ego uns dann dazu bringt, schöne Dinge für uns zu tun, die wir auch tatsächlich möchten. Das wäre ein sehr schöner Aspekt, dass man also das jetzt nicht verwechselt, und sagt, das ist das Ego, wenn jetzt jemand immer ins Schwimmbad geht oder in der Sonne liegt oder sich einfach Freizeit nimmt. Das muss ja auch sein. Das ist dann das Geschenk für das innere Kind. Und unser inneres Kind, das braucht ja so viel Zuneigung, braucht so viel Liebe. Und gerade jetzt an diesen beiden Tagen haben wir tatsächlich die Möglichkeit, unser inneres Kind zu trösten und zu heilen. Ich frage jetzt gerade mal in die geistige Welt, was da noch wichtig zu sagen wäre. Ja, Achtsamkeit wäre ganz wichtig noch, dass wir tatsächlich in die Achtsamkeit gehen und in die Eigenliebe, also uns tatsächlich lieben lernen. Jetzt sage ich aber, liebe geistige Welt, es ist ja schwierig für manche Menschen, sich wirklich zu lieben und so anzunehmen, wie man ist. Ich warte auf die Antwort. Ja, die geistige Welt sagt, das ist einfach ein Lernprozess, den jeder Mensch für sich selbst durchgehen sollte, um daran zu wachsen. Ja, es ist einfach gesagt. Was gibt es noch dazu? Ja, ich habe jetzt da so Bilder bekommen, dass man über eine Brücke gehen sollte, um tatsächlich zu spüren, dass diese Brücke in die eigene Liebe führt. Denn die eigene Liebe ist in einem drinnen. Und sobald man diese Liebe spürt, kann man dann auch diese Liebe im Außen wieder finden. Die geistige Welt sagt noch, dass sobald das Samenkorn der Liebe in deinem Herzen, in deiner eigenen Liebe, beginnt zu fühlen, dass du danach suchst, dass es sich dann auch, dass es wächst und sich nährt von deiner Absicht, und dadurch größer werden kann. Ja, und dann sagt die geistige Welt, dass du dadurch dann auch, je größer dieses Samenkorn ist, natürlich die Liebe anziehen wirst und dein Leben wunderschön werden kann. Und das ist ja auch die Verbindung zu der Fülle der Liebe aus dem Universum, die ja unendlich und unbegrenzt ist. Ja, sind alles schöne Worte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass allein, wenn ich das jetzt so ausgesprochen habe, denn da ist ja auch schon Energie geflossen, dass euch das sicher helfen wird und auch tief im Herzen berührt. Also mich berührt es kolossal, diese kleinen Botschaften, die hier so durchkommen. Und ich sehe auch die geistige Welt, wie sie so die Hände hält und jetzt gerade in diesem Moment Liebe zu uns strömen lässt. Ganz viel Liebe kommt gerade zu uns und ich danke der geistigen Welt, dass dies sein darf, dass wir jetzt schon in Liebe gebadet werden
als Vorbereitung für das Channeling, was gleich kommt. Das ist ein wundervolles, heilendes Channeling. Ich frage jetzt mal nach. Von Mutter Maria wird es kommen. Oh, wow. Da bin ich gespannt. Ja, ach so, wegen dem inneren Kind. Ja, ihr Lieben, das wird ja sehr spannend. Und ich bin gespannt, wie es euch jetzt dabei geht, welche Heilung ihr fühlt und wie ihr euch vor allen Dingen auch danach fühlt, wenn jetzt das alles hier geschehen durfte. Und die Botschaften und die Energien, die durch meinen Kanal heute fließen, die dürft ihr natürlich weiterhin immer nutzen. Die werden nicht vergehen. Es wird immer wieder mal gefragt im Chat, deswegen sage ich das gerne jetzt mal ganz deutlich. Energien sind lebendig. Sie sind immer da. Und deswegen, wenn die in diesem Video jetzt sind, von mir reingebracht, über meinen Kanal, von der geistlichen Welt begleitet, werden diese Energien für euch immer verfügbar sein, auch noch in 100 Jahren. Ja, unendlich, also immer wird diese Energie da sein. Und ja, jetzt sagt die geistige Welt noch was dazu. Es ist wichtig, dass du dich dabei öffnest, dass du dich also tatsächlich dann auch intensiv öffnest, sodass die Energien zu dir kommen können. Okay, und ich soll am Anfang auch sowas machen, dass ihr tatsächlich auch die Möglichkeit habt, über die Worte in dem Channeling euch ganz tief zu öffnen. Oh, wow. Ja, dann nehme ich doch mal die 999. Die öffnet ja sowieso auch die 999. Ah, toll ist das immer. Und Mutter Maria. Einfach um, oh ja, um mich schon einzustimmen in die Energie von Mutter Maria. Ich wünsche, mich krabbelt es schon wieder. Also immer, wenn es mich krabbelt, weiß ich, dass die Engel schon da sind, die Energie auch schon ganz hoch ist. Ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt gleich bei dem Channeling von Mutter Maria. Und ich stimme mich jetzt ein. Ich bitte die geistige Welt um Schutz für mich, um Schutz für dich, um Schutz für alle, die heute hier anwesend sind und welche in Zukunft anwesend sein werden. Und schon fühle ich, wie die Energie des Schutzes sich ausbreitet und um deine Schultern legt. Ich bin bereit, meinen Kanal zu öffnen. Und bevor wir jetzt mit dem Channeling beginnen, bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und ganz tief zu fühlen, wie dieses Licht in dein Herz hineinfließt. Dich aufrecht hinzusetzen, damit du die Möglichkeit hast, dich auszudehnen. Und nun atme dreimal tief ein und aus. Und bei jedem Atemzug lässt du die Liebe tiefer in dich einfließen. Und nun spüre, wie du komplett in deiner Mitte bist, wie du bereit bist, die Botschaft von Mutter Maria zu erhalten. Ich verbinde mich jetzt einströmt die Liebe einer Mutter, einströmt die Liebe der göttlichen Unendlichkeit,
einströmt das Licht, mit welchem ich dein Herz berühren möchte. Es spricht Mutter Maria durch den Kanal von Nirjana. Meine Präsenz berührt deine Seele und ich sehe und fühle, dass du mit deiner ganzen Liebe bei der Sache bist, dass du dich ganz geöffnet hast, denn dies ist wichtig, umso mehr und tiefer kannst du meine Energien aufnehmen. Ich werde beginnen, bei dir, wenn du es mir erlaubst, bei dir die Ego-Strukturen zu reinigen und in die göttliche Ordnung zu bringen. Dies soll die Vorbereitung sein für die Heilung deines inneren Kindes, welche ich anschließend für dich vollziehen werde. Und so beginne ich nun, die Strukturen in deinem Lichtkörper, in deiner Aura neu zu ordnen. Ich überprüfe, inwieweit die Lichtstrukturen bei dir in der göttlichen Ordnung sind. Dazu benutze ich meine Liebe und meine Fürsorge. Du sollst spüren, dass Mutter Maria jetzt bei dir ist. Und so darf das abfließen, was dich die letzten Tage bedrückt hat, was dich einfach belastet hat, dies darf nun gehen. Alle Energien, welche durch dein Ego dich belastet haben, werden nun in Licht und Liebe transformiert. Und so fließt meine Liebe durch dich hindurch. Die feinen Linien in deinem Lichtkörper werden gereinigt und neu ausgerichtet, sodass du in deine Mitte kommst und in die Kraft kommst. Nun rufe ich die Energien des Portaltages, des ersten Portaltages, damit sie dir helfen, deine Schatten zu erkennen und damit sie dir helfen, diese Schatten zu transformieren. So begleitet dich nun diese Energie und wenn du es zulässt, wird sie dich heilen. Sie wird dich genau da heilen, wo es jetzt in diesem Moment wichtig ist. So lasse auch die Momente in deiner Seele erscheinen, welche Heilung benötigen. Die Momente und Situationen aus deinem Leben, welche dich belastet haben. Zeige sie mir, damit ich die Strukturen durchfluten kann mit Licht und Liebe. An den Situationen, wo du dich klein gefühlt hast, wo du dich zurückgenommen hast, diese Situationen werde ich heilen. Oder besser gesagt, für diese Situationen werde ich dir heilende Energien übergeben, damit jetzt in diesem Moment deine Selbstheilungskräfte sich mit dieser Energie verbinden können und so dein innerer Heiler tätig wird. Lasse dies alles zu, denn es dient dir zum allerhöchsten Wohle.
dein innerer Heiler ordnet nun die Strukturen in dir und er leitet die Liebe an genau die Stellen, wo es nötig ist, wo es wichtig ist und wo es gut für dich ist. Und mit dieser großen Heilung, mit der Möglichkeit, dass dein innerer Heiler dich ab jetzt begleitet, gehe ich zu deinem inneren Kind. Ich rufe die Energie der Liebe und ich bitte dich jetzt, dein inneres Kind zu rufen, damit dein innerer Heiler zu deinem inneren Kind sprechen kann, damit er die Situation erkennt und all das für dich tun kann, damit es deinem inneren Kind sehr gut gehen wird. Dies ist ein Prozess, der jetzt in diesem Moment in deinem Inneren stattfindet. Spüre, wie die Energie fließt, wie jetzt der innere Heiler ganz viele kleine, schöne Lichtkugeln der Freude, der Liebe, des Vertrauens, der Hoffnung, der Leichtigkeit, der Glückseligkeit, ganz, ganz viele Lichtkugeln zu deinem inneren Kind bringt. Und spüre, wie dein inneres Kind mit diesen Lichtkugeln zu spielen beginnt. Und durch dieses Spiel kann die Energie zu deinem inneren Kind fließen und die Heilung findet statt. Vielleicht bekommst du Bilder, was dein inneres Kind mit diesen Lichtkugeln alles tut. Nehme dir ein wenig Zeit und beobachte still, was gerade geschieht. Vielleicht kannst du auch deinen inneren Heiler sehen, wie er deinem inneren Kind die Kugeln bringt und ob er vielleicht auch neue hinzufügt. Vielleicht spielen auch beide zusammen. Genieße einfach diese Momente, denn sie sind die Momente des Glücks und lächle dabei. Denn es ist schön zu fühlen, wie dein inneres Kind erwacht, wie es geheilt wird, wie es neue Kraft bekommt, um dich zu begleiten. Und dann, nach einer Weile, darfst du die beiden sich selbst überlassen. Denn auch wenn wir jetzt langsam wieder zum Ende kommen, wird dein innerer Heiler sich um dein inneres Kind kümmern. Das, was du tun kannst, das ist einfach immer wieder ganz liebevoll an dein inneres Kind zu denken und auch dir die schönen Kugeln vorzustellen, die es zum Spielen bekommen hat. Und jetzt darf sich die Energie der Freude in dir ausbreiten, ausgehend von deinem zweiten Chakra nach oben, fließt diese Energie durch deinen kompletten Körper. Die Heilung wurde vollzogen. Mutter Maria lächelt dir zu. Es ist alles geschehen, damit es dir besser geht und die Energien des Universums sind bei dir.
Und so verabschiedet sich Mutter Maria von dir mit einem Lächeln und voller Freude, denn sie weiß, dass dir Gutes geschah. Und auch ich verabschiede mich von Mutter Maria. Und ich danke der geistigen Welt für die wundervollen Energien, für die wundervolle Unterstützung.